Hallo, herzlich willkommen zu Draugen, ein Abenteuer-Adventure im Norwegen der 20er Jahre. Deshalb geht hier auch direkt die Farbe aus. Es geht raus in die Weiten der Fjorde und weil Urlaub natürlich alleine zu langweilig ist, habe ich mir die ideale Reisebegleiterin mitgebracht, hallo Jenny. Hallo, lieber Josh, wir sind auf der Suche nach unserer verschwundenen Schwester. Ich bin super, super gespannt. Und wir sind auch auf der Suche nach der Farbe. Mal gucken, ob es uns gelingt, sie wieder aufzuspüren. Wir waren ja gerade erst in Schweden. Ganz ehrlich, komm, Schweden, Norwegen. Hauptsache Finnland. Los geht's. Ich habe ziemlich Bock drauf und es wird bisher sehr, sehr gut besprochen überall. Wir haben bisher nur einmal ganz kurz reingeschaut. Deshalb direkt mal neues Spiel. Neues Glück. Neuer Ladebildschirm. Die Ästhetik ist super spannend, ne? So ein bisschen wie am alten Film, so knistern, streifig. Nee, ist einfach mein Monitor. Ah, wirklich? Er ist auch was älter. Zum letzten Jahrhundert. Tag 1. Juhu. The water's cold. It's a fjord. You're not going swimming. Boo. You're such a wet blanket, teddy bear. You know I don't like it when you call Edward. Me... Edward. Edward Charles Harden, Esquire. Will you promise to behave on land? Don't I always? Lissy, promise. Oh, piffle and phonus balonus, Teddy. You ought to know better than to ask. Yes, I'll behave. I'll be a proper young lady. I shan't run or climb things or laugh too loud or call anyone old bean. Aside from you. So, do you think we'll find your Betty in, what did you call this village? Gravewick? Yeah, Gravewick. Gravewick. Gravewick? Edward fragt sich erneut, was Elisabeth zu diesem abgelegenen Ort so weit von New York entfernt geführt hat. Perhaps Betty found herself a Grovik. Yes, I do. Why here? What's so special about Greywoke? She never said. But knowing my sister, something drew her here. But how can you know? I just do. In her letter, she wrote about... But that's months ago. She could have gone anywhere. Without writing or telegraphing her editor in New York, she wouldn't do that. Betty's... Oh, the cat's pajamas, the bee's knees, Little Miss Perfect. Alice... You're talking about my sister. Fine. I'm sorry. Elizabeth Sedarb. We all love her dearly. And Teddy Bear. Edward. We will find her. Betty's fine. Why, we'll see her as soon as we get to shore. She'll shower you with kisses and berate you for coming all this way from Hanover, Massachusetts to the middle of positively nowhere Scandinavia way. Norway. Everything will be Jake, old fruit. Is that it? Is that Groovewoke? Sie ist so geil, sie zieht das auch klar. Wow. And beautiful. And so desolate. Like a place built for ghosts. Finally. I don't think I could do this for much longer. Can you row any faster? I'm getting frightfully bored. Du doch. How about you take over, Alice? You slay me, Teddy, old bean. Was that thunder? Still distant. The boat will be in safe harbor by the time the weather arrives. So you say. But I say put your back into it, because we're sitting ducks out here. Quack, quack. Jenny, ich bin ein bisschen verliebt. Sie? Jetzt schon? Sie ist nach echt. Zwei Minuten Playtime. Hübsch. So quiet. Where is everyone? Probably working. I know it's a foreign concept to you, but that's something normal people do. Hardy har har. The Fretland farm is up the hill somewhere. Up where? Oh, es ist um einiges kleiner als hier. I believe it's that farmhouse, all the way at the top. Hot dog! Let's ankle! Hold on. Let me read the letter for Mrs. Fretland first. I'll meet you up there, old sport. I want to explore. Last one's a skunk's tail. Wait.
The ground's muddy. It's easy to slip and fall. Walk slowly and watch out. Stimme der Vernunft. A little mud never hurt anyone. Fine. Just stay close. As long as you keep up with me. Ach, sie ist schon irgendwie süß. Also sie ist ja auch kein Kind mehr. Sie ist eine junge Frau, würde ich sagen. Dear Mr. 20. Horton, we would like to extend an invitation to visit our home. Trouble to hear of your sister's disappearance. No news to share. You'll find our farm on top of the hill. Hope I got that right. Look forward to seeing you here in October. Yours faithfully, Anna Fretland. Well, I'm here. Where are you? Did you make it to Gravik, Betty? And why did you pick this forlorn hole under the mountains? Also sprach Zarathustra. Oh. Teddy, are you coming? I'm almost there. Ist ganz cool gemacht, dass er so, als er vorgelesen hat, so in seinen Bart nuschelte, ganz leise. Teddy Bear. Wir gucken mal uns ein bisschen um, ne? Das Unwetter, das ist ja noch. Wo ist das Unwetter? Irgendwo in den Bergen, die nicht zu sehen. Keine Gefahr. Ja, ja, aber der Weg ist ja langweilig. Wie immer, wenn man in einem fremden Ort ankommt. Guck mal grob erstmal in die Richtung. Ich will gar nicht schnell gehen. Passt auch nicht, vor allem, weil wir eben noch behauptet haben. Ja. Ah, oh, Nicholas Bolton. Edward Charles Harden. Sobald sie den Namen so geil gesagt hat, habe ich mir den sofort komplett gemerkt. Was gibt's denn hier? Frederick Fretland and Son. Landhartellerie. Landhandel? Das können wir ja auch alles. Was? Jetzt ehrlich, wir waren jetzt eine Woche in Malmö, Stockholm und so. Genau. Kopenhagen. Genau. Und dieses Schwedisch. Das ist ja schon lustig. Ja, wo in Kopenhagen war es noch witziger, fand ich noch closer zu German. Das war echt geil. Vor allem die Speisekarten und so konnte ich komplett vorlesen. Ausruhen, nein, ey, wir ruhen uns doch nicht nach 5 Metern. So alt sind wir nicht. Aber die Frage ist, wie sind wir an unsere junge Grogan, an unsere junge Begleiterin gekommen? Weil sie sagt ja, hast du jetzt hier den Titel so eingenuschelt? Ja, hallo, herzlich willkommen zu Drogen, so geht das denn. Ja, aber man muss doch seine Sätze beenden, habe ich gelernt. Ja, aber auf welche Kosten? Jetzt ruhe ich mich hier mal aus, erst. Ich brauche jetzt mal. Erstmal eine Pause von dir hier. Von mir? Ja. Boah, komm, ich schleppe dir auch einen schweren Koffer. Are you coming? Just taking a break. Hurry up. Wow, so ein schöner Sommerregen. Es ist nett. Ist es ein norwegisches Studio? Wissen wir das denn? Ja, also sie waren auf der Nordic Game. Dementsprechend würde ich sagen, sie sind ein skandinavisches Studio. Wir können es also schon mal einengen. Ich guck mal, wo sie herkommen. So viel dazu. Red Thread Games. Es liest sich auf jeden Fall alles sehr skandinavisch an den Leuten, die dabei sind. Ich mag das ja sehr. Made in Norway steht hier. Also ja, sie sind... Woher kommt ihr denn? Hans Christian Andersen. Ich glaube, ich muss mich nochmal ausruhen, Leute. Ich schnaufe hier auch schon ganz schön. Das sind auf jeden Fall die Macher, die auch Dreamfall Chapters gemacht haben. The Longest Journey habe ich gespielt. War eins der meiner absoluten Lieblingsspiele, beziehungsweise eigentlich der erste Teil von der Dreierreihe. Kann ich euch sehr empfehlen. Alles nicht gespielt, aber gerade The Longest Journey kennt man ja. Ja, das ist eins der bestbesprochensten Story-Games aller Zeiten. Auch bei der Game, also überall. Du zählst unter den besten. Ist also ein renommiertes Indie-Studio hier. Oh, die Flagge ist auf Halbmast. Sie kommen aus Oslo. Ah ja, woher sonst? Ja, also.
ist ja wirklich erstaunlich jetzt auch eigentlich, was und wie viele Studios es in Skandinavien gibt. Das ist der Wahnsinn. Also vor allen Dingen Schweden. Aber da kommen wir später noch ein bisschen auf. Wir können ja ein bisschen später mal über, weil Jenny ja jetzt wirklich auf der Nordic Game war, ein bisschen noch später über skandinavische Spielelandschaft reden. Ja, es gibt einige sehr große. Außerdem, ne? Neulich gelesen, Piranha Bytes ist an THQ Nordic verkauft worden. Das ist echt interessant. So, jetzt aber hier erstmal zum Spiel. What took you so long? I'm not 17. Nor are you 17. Put some spring into your step, old sport. Did you see the flag? It's at half mast. Someone died. Na dann. Rein in die gute Stube. Ich überlege, ob ich doch mal noch den Ton ein bisschen anpassen muss. Wie in jedem Let's Play, was wir machen, habe ich das Gefühl, dass die Musik immer zu laut ist. Ich habe das Gefühl, die sind sehr gut aufgenommen von der Audio her. Deswegen, wenn sie ja laut miteinander reden, sind sie laut. Wenn sie eher flüstern, sind sie sehr leise. Ja. Na, wir gucken mal rein. But seriously, where is everyone? Oh. Warte, die Stille behagt ihn nicht. Aber hier wohnen hart arbeitende Menschen mit viel zu tun. Up in the mountains, maybe. Herding goats? Are they goat herders? I took them more for fisher folk. Rain's picking up. We should get indoors. You first, old bean. Sie hat auch 1000 Spitznamen. Hello? Ja. Anyone there? Mr. Fretland? Mrs. Fretland? This is Edward Charles Harden, the American. We've exchanged letters. Maybe they went on holiday and left the door open. Give it a shake and a rattle. I can't just barge into their home. It's not a crime if you're invited. Naja. I'm coming in. This is Mr. Harden. Hello? Is anyone home? This house is as empty as a bird's nest in December. Hey, you want to check out the upstairs? Sie ist auch... Nein, erstmal nicht, ey. Was? I'm a guest. Why would I start poking around every corner of the house? I don't know. Maybe they're playing hide and go seek. Well, I didn't want to go upstairs anyway. It's creepy. There must be a sitting room on this floor. Warum habe ich dich doch mal dabei? Wissen wir nicht, ne? Eine mysteriöse Reisebegleitung. Ja, so ist es auch beschrieben in der Beschreibung des Games. Na dann. Oh, this is nice. Charmingly rustic. The Boston Beaumont would pay a pretty penny for this setup. I thought foreigners lived differently. This is almost like an American home. People are people wherever you go. Thanks, Proust. The books are all in English. Isn't that a bit odd? Mrs. Fretland is Scottish, though she grew up in Ollesund. Have you been secretly communicating with Johan's winsome wife, Edward, dearest? Certainly not. She was the one who wrote me, because Mr. Fretland's English isn't as... I was only joking. Lighten up, old sport. Don't be such a pill. Look! Family pictures. They must be the, what did you call them? Ich wollte gerade sagen, aber in Skandinavien können die meisten noch Englisch. Das haben wir wieder festgestellt, als wir da waren. Okay. The Fretlands. Right. Anna and... John? Johan. This is honestly not what I'd pictured. They're very presentable. Not at all like turnip farmers. They're not turnip farmers. That must be Johan Fretland, master of the house. What makes you think he's the master of anything? It's 1923, Teddy old boy. Women can vote. Das können wir noch. Ah. Ich konnte so schnell auch gar nicht lesen, was da drunter stand als Beschreibung. Das ist schon, ja, das gibt hier nur Kontext. Johan went and found himself a delectable bride. Alice, please. What can I say? She's a minx. Anna Fretland is a respectable woman. Her letter was courteous and professional. Didn't you say she was a city girl? It must have been awfully hard to adjust to life in the sticks. I can relate. Hanover isn't the sticks. Says you. Was hast du gesehen, als du durchs Fenster gucktest? Ja. Gar nichts, weil ich nicht geguckt habe. Oh, eine Kirche, natürlich. There's the Stave Church. Do you think that's where they've all gone? Maybe there's a very popular funeral. The flag was at half mast, but no sign of life out there.
viel zu sehen. The Fretlands. The Fretlands, the Hansons, the Jensens, all of them. I'm sure they'll be back soon. It's like a dead land. Da liegt noch was im Kamin, ne? Ja, ich weiß. Angebranntes Buch. What are you looking at there? A book. Strange place for a book. Unless it was a terrible book that deserved a good burning. What's the title? The cover's charred. Christmas 1922. To Ruth. From Simon. Why would someone burn this? Like I said, maybe it was a terrible book. Is Simon one of the Freddylanders? I don't think so. They only have the one daughter. Ich frage jetzt, wie alt ist das Mädel? Vielleicht schon größer als da jetzt. Das ist aus dem Fotomanzen. Did you hear something? No. Huh. Must be the wind under the door. Warum tanzt du? Habe ich auch im Trailer gesehen, dass sie das ständig tut. Or flesh-eating ghouls waiting to pounce. Alice, honest, it's really coming down. How about a quick run in the rain? You can't be serious. You're already a wet blanket, teddy bear. It's not like you'll get any wetter. Da hast du mal schnell geguckt. Der ging ganz schön auf Trab, ey, aber vielleicht bleibt er deswegen auch jung. Was haben wir denn hier? Well, those boys look proud as peacocks. What does it say there? Groovy? Gruben. The mine. Maybe that's where everyone is. Digging for precious jewels in the Stygian Abyss. From what I learned of this place during the brief stay in Ollesund, the iron mine shut down 20 years ago. The mine was only in operation until 1902. They must have lost a fortune. An iron mine wouldn't pay itself off in 5 years. Can we go spelunking? Perhaps we'll find trolls in the abyss, and we can steal their ill-gotten gold. There was a cave-in. It'll be unsafe. Oh, boo. So wird's laufen. Ein Partner? Mhm. Frederick and Johann Fretland, founders of the Fretland Brothers Mining Company. They're the spitting image of each other. Twin brothers and business partners. Who's the boy? He looks related to the other two. Wissen wir nicht. Das ist ja erstmal ein sehr typisches Setting, sag ich mal, für solche solcherlei Spiele. Willst du noch den Brief lesen? Hm? Dieses, ne, verlassene Stadt, verlassenes Haus. Ja, klar. Hat man schon mal gesehen, aber das Setting, Norwegen, 20er, ist schon sehr lustig. Mhm. Und erstmal natürlich auch unglaublich nett und charmant vertont. Ich bin auf jeden Fall gespannt. 1900. Das ist auf jeden Fall wieder so ein Spiel, wo das Spiel redet und wir zuhören. Ja, Klappe halten. Das ist wir fangen mal chronologisch an. Ja. Mai 1902. Johann Fretland exits Fretland Brothers Mining Company. So the brothers parted ways? Johann sold his share to focus on farming. That must have put a damper on their relationship. Kurz über die Juli. Ach, ja, tragic accident befalls the Fretland Brothers Mining Company. What happened? The mine collapsed, killing 3 workers, including Arne Fretland, Frederick and Johann's younger brother. That's awful. How old was he? 19. He might be the boy in the photograph. Hmm. Operations were suspended after the accident. Foreign investors out of Frederick Fretland's mining company. Dire financial consequences for Fretland, who must have had a difficult time after his brother Johann Fretland pulled out earlier this year. Johann was smart to exit when he did. The timing is curious. Like he knew something was about to go awry. So, ne? Er steigt im Mai aus und im Juli gibt es den Unfall. Tja, wer weiß, vielleicht haben sie sich gestritten wegen irgendwelchen Bausachen. Hm. Oder der eine wollte noch tiefer graben oder. Hey. Ich meine, Mine ist ja auch sehr klassisch, ne? Ja. Ist ganz schön dunkel hier, oder? Ich hab, ganz witzig, ich guck doch gerade Franny Fisher's Mysterious Crimes. Und da gibt es auch so eine Folge, wo es um Minenunglück geht. Und es erinnert mich mega dran, weil es spielt ja zur selben Zeit. Ja, ist richtig. Guck mal aus, wenn ich kann das so auch cool mit ihr reden, ne? 20er Mega-Setting. Ja.
Das muss ich tun? Nee. Ich dachte, ich könnte so auch mit ihr reden. Viel zu entdecken gibt es hier. Wir entdecken mal weiter. Wird ein sehr ruhiges, sehr entspanntes Spiel, glaube ich. Ein schwarzer Spiegel? Ja. Ah. Ah. Nicht so alt. Uff, that's a grim sight, old bean. Boah, es war schon unheimlich, wie wir so aus der Finsternis auftauchen. Let's get you to bed. We'll wait for the Fretlands. It's only courteous. Also, von denen, was sie bisher vermutet haben, ist die Vermutung, die am ehesten zutrifft, immer noch die Kirche. Als ob alle in die Mine gehen. Also, selbst wenn die Mine noch offen wäre, wäre sie seltsam. Ja. War hier nicht noch was? Ja, oh Gott. Ich bin erschrocken. Wir können das andere Zimmer uns sagen. Oder die Tür. Tür oder anderes Zimmer? Für alles. Wir gucken uns alles an. Hier sieht es so aus, als würde es irgendwie rausgehen. Rausgehen, finde ich auch. Wie groß ist denn dieses Haus? Ne, oh Gott. Betty. Have you gone screwy again, Teddy? That's not Betty. That's Scar. I'd know it anywhere. It doesn't look like anything to me. It she just bought looks it in like Bloomingdale's the Christmas before last. When she came home that year, she showed it off, dancing around the sitting room until I got dizzy watching her. I think you're misremembering. She couldn't make it home that year. Again. No, you're wrong. I'm sure she was there. Whatever. It's not like you pay any attention to me when Betty's around. I might just as well be a ghost. Uff, war sie da gerade ein bisschen schnippisch? Ja, wir sind, das klang jetzt echt so, als wären wir ein Pärchen tatsächlich von dem, was sie gesagt hat. Du. Ich meine, wir waren jetzt nicht so alt, das könnte schon gehen. Ja, weil sie meinte doch so, ne? Jetzt, immer wenn sie da ist, schenkt sie mir keine Beachtung. It even smells like her perfume. Shalimar. But what if that's not? She's here. I'm finally going to find her. That's great, Edward. Really, I wouldn't want you to get your hopes up. I mean, where's everyone gone to? Something's not right. I'm telling you. Teddy. Edward, what's wrong? I lightheaded. That's all. You're having another spell. You know what happens when you exert yourself. Geil, das war auch so vom Sound so total gut gemacht. Weißt du, was ich mich frage? So, that's an order from your commander. Yes. Fine. Ja. Wenn er sie sucht, wieso nimmt er dann nicht ihr Foto mit? Also kann es doch da jetzt nicht anstecken, wenn man jemanden sucht, zeigt man doch What das Bild doing? Und fragt. Come sit down. Ja, weil wir. Ja, gut, aber wir sind ja eh kurz in dem Haus hier. You'll feel better after a short rest. Na gut. Come, I just need to catch my breath. Just for a moment. I want you to lie down. Lie down and close your eyes. It's been a strenuous day. What with the rowing and the dragging of the suitcase up the hill? Well, what if the Fretlands? I'll keep an eye out. I promise. If they come home, I'll wake you. Now, lie down. Close your eyes. Breathe deeply. I'm just going to... Shh. Oh. Ja, gute Nacht, ne? Mag die First Person hier gerade sehr. Mit der Kommunikation mit ihr. Zusammen. Elizabeth? Is that you? Mich gefragt, ob sie jetzt weg ist. Betty? Lissy? Scheinbar. Lissy, are you here? Hey, hey, hey. Aber es heißt ja noch nicht, dass sie gleich verschwunden ist. Nö, aber es heißt, dass es jetzt spannend wird. Where are you, Lissy? Es ist auf jeden Fall es gibt Nacht, oder? Ja. Man sieht das Mondlicht scheinen. Er hat lange geschlafen. Ziemlich. Ob sich irgendwas verändert hat, das sieht aber das. Hey, who's there? Mann! Ich hab mich so erschrocken. Hab ich gesehen. Er hat mich gerade zum Körper gezogen. Scheiß Spiel, ey. Und das und Jumpscare. Mann. Guck mal aus dem Fenster. Ich hab nicht damit gerechnet, dass das halt so ein entspanntes Spiel sowas machen würde.
Er war doch gerade so ein... Er sah aus wie so ein Schatten, aber... Nee, ich dachte, ich hätte so einen Hotspot-Punkt da gesehen. Nein. Die hat sie auf jeden Fall dann wieder zugemacht. Oder wer auch immer. Lissy, there's someone outside. It might be... Echt? Ja, hast du nicht gesehen, den Schatten? Are you here, Lissy? Soll ich rausgehen? Nein. Geh bitte erst nach oben. Nach oben, oder? Ich will jetzt mal hier geguckt. Are you in here, Lissy? Ja, waren wir auch am Anfang noch nicht. Ach. Lässt er uns nicht rein. Interessant. Okay, dann guck mal nach oben. Erst. Echt? Oben und nicht raus? Darfst du? Lissy! Are you upstairs? Ja, das nee, Spiel will, möchte naja, eindeutig... Aber ich fand es cool, wenigstens mal zu gucken. Ja, also es wäre so ein bisschen ungut. Eindeutig, dass wir rausgehen. Aber ich glaube, vorher muss ich noch ein bisschen durchatmen, mich ja von meinem Schock erholen. Also, nächste Folge. Wow. Gehen wir da raus? Jetzt zieht es halt plötzlich da doch die Spannungskurve. Finde ich gut. Nicht, dass wir hier noch irgendwie gemütlich vor uns hinspielen. Ach, das liebt ihr doch. So. Bis dann, ihr Lieben. Tschüss. Wir sehen uns zur Folge 2 von Draugen. Bye, bye.